So, heute gibt es etwas mit Semmeln, Brösellen. Heute machen wir Cordon Bleu selber, also nicht dieses Tiefkühlzeug, was man einfach nur in die Pfanne klatscht. Gibt auch frisches vom Metzger. Ja, gibt's auch, aber man muss ja extrem bringen. Weil wir machen es so extrem lecker und das aus der Tiefkühl, okay, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, es ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht von mir gemacht. Also in der Pfanne ist gemacht. So, für die Panade als erstes mal. Ich habe hier einen unfertigen Smiley. Verlorene Eier. Ja, also ich habe echt keine Eier in der Hose. Ich traue mir gar nichts mehr zu sagen, weil die liegen hier. Eigentlich müsste ich sie dir in die Hand geben. Soll ich machen? Nein, nein, nein. So, genau, mach du mal das. Warte, das machen wir da hinten. Cordon Bleu. Ist ja eigentlich... Ich habe kein Zeber mehr. Da ist Zeber. Jetzt hast du runtergestellt. Cordon Bleu ist gefülltes Fleisch. Ich weiß, das ist ein französisches Wort. Blaues Band. Blaues Band, sag ich doch. Also, blaues Band. Wir brauchen irgendwas. Heißt es, glaube ich. Wir brauchen Blau ist blau und Cordon ist, glaube ich, Bandeau. Keine Ahnung, ich habe es mit Französisch, zumindest der Sprache, nicht so wirklich. Nein, aber ich wusste mal, was das heißt. Achso, okay. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Das Fleisch sollte normalerweise hierum jetzt breiter sein, aber es geht auch so. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Hast du die Zahnstocher? Die habe ich versteckt. Die brauchen wir aber. Die habe ich schon in der Nähe. So, als allererstes Cordon Bleu ist ja Schinken und Käse. Mit dem Käse, auch wenn man ihn sehr gerne mag, darf man es nicht übertreiben. Der schmilzt eh weg. Genau. Deswegen mache ich lauter so kleine, dünne Keile. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so dünn, aber das macht auch nichts. Mozzarella würde auch gehen. Das schmilzt doch besser. Müsste auch gehen, ja. Wobei ich jetzt einfach keinen Mozzarella daheim habe. Punktum. Haben wir halt nicht eingekauft. Nö. Ich mache jetzt hier mal 8 so Scheibchen. Das eine kannst du ja genau mir geben. Oder selber stopfen. Das ist davon geflogen. Ja, in deinem Mai. Und ich glaube 6 Stück habe ich jetzt. Ich habe nicht mitgezählt. Ich mache halt noch 2 und wenn es eins zu viel ist, kriege ich eins. Und wenn es eins zu wenig ist? Dann musst du es wieder ausspucken. Nein, 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 nein. Gar nicht mal. Dann mach halt das Ganze und schau, wie viel es dann ist und was überbleibt. Ist. Hau. Mama. Ich mach keine Hand frei. Und leg die Gabel halt ab. So. Der Mund ist wieder frei. Ich kann wieder was sagen. Jetzt haben wir den Schinken hier auch. Und fangen jetzt einfach mal an, den Kameraden Nummer 1 hier jetzt zu befüllen. Moment, dann nehme ich jetzt... Würzen? Ja. Aber ich mache das jetzt so, denn ich möchte eigentlich nicht das Holz immer mit dem Fleischfeuchtigkeit belasten. So, jetzt die coole Pfeffermühle. Sehr. Und Salz. Salz? Tafelsalz? Eins aus der Schule quasi. Nee, braucht man da glaube ich nicht. Nein. Paprika kannst du noch drauf tun, wenn du willst. Nein, ich habe da eine andere Idee. Sekunde. Ein Grill- und Steak-Gewürzsalz. Ich weiß nicht, ob das so toll da drauf passt. Lass dich mal überraschen. Ich kenn's nur mit Paprika. Gib mal her, vielleicht ist da Paprika drin, ich will mal lesen. Da ist vermutlich kein Paprika drin. Lass mich mal lesen. Du darfst mal lesen, genau. Und wir befüllen das jetzt. Wenn einer drin ist, was kriege ich dann? Paprika. So, ich mache jetzt das hier so. Scheiße. Leg das da rein und drück das ein bisschen rein, damit das Fleisch ein bisschen größer wird. Man könnte es jetzt, wenn es ist, mit dem Schnitzelklopfer noch ein klein wenig vergrößern. Den haben wir aber nicht. Nee, ich habe das letzte Mal einen Hammer einfach genommen. Also so mit dem, wo man Nägel reinhaut und habe den in Klarsichtfolie eingewickelt und hab dann da einfach busch, busch, busch. Die Nachbarin hat es auch gehört. So, jetzt hier, zack, zuklappen. Klappe zu, Affe tot. Genau. Und ich hoffe, wir haben genug. Zahnstocher. Kann man aber auch lang nehmen, wenn es ist. Kann man auch nehmen. Spieß. Genau. Es gibt auch so welche aus Metall, die könnte man auch nehmen. So Saté-Spieße. Wären viel umweltfreundlicher. Wir nehmen die doch 5-mal her. Ja, fürs Mai dann auch. Genau.
Und dann mache ich den überall zu. Sonst spritzt alles raus. Ja, genau. Und das geht zwar so raus, aber... Das wäre jetzt fast der Finger gewesen. Und dann hier noch einmal. Kann man das erkennen, wie ich das so mache? So wie mit einer Nadel. Genau. Durch den Stoff. Nur einmal ein unten durch und dann oben drüber. Und? Nee, da komme ich jetzt nicht mehr durch. Soll ich? Nee, das geht schon. Ich mache jetzt hier einfach hier so. Jetzt habe ich ihn Ach, ich weiß was. Ich breche den hier jetzt einfach ab. Man merkt ja, wie viel du ungefähr pro Fleisch drin hast, nicht, dass man es nachher verschlucken kann. Ich mache 3 pro Fleisch rein. So, so sieht der Kamerade dann aus. Gefüllt mit viel Käse und wenig Schinken. Ja. Und den machen wir jetzt einfach. Moment. Panieren tust du aber erst, wenn du alle gestopft hast. Das genau. Hast du da und die Fingerspitzen. Das mache ich zum Schluss dann. Die richte ich hierher. Nummer 2. So. Ich habe da ein kleines Platzproblem, aber das macht ja gar nichts. Nein. Was wir am Platz nicht haben, machen wir durch Chaos wieder wett. Das halt gleich ein Zebra liegen. Ja, das durchtränkt sich recht schnell, weil das Fleisch ja, relativ weh. Feucht ist. Ja, Pfui-Däufer. Igitt. Und ich mag das eigentlich schon ein bisschen trockener dann. Dann spitzt es nicht so in der Pfanne. Genau. Wobei, dank der Panade müsste es eigentlich relativ spritzerfrei sein. Ja, oder du kaufst das von Rama, wo es in der Werbung gibt, Hitzen ohne zu spritzen. Nee. Warum nicht? So, hier haben wir einen großen Flatschen und hier einen kleinen. Ja, das müsste schon irgendwie gehen. Den müssen wir ein bisschen kürzen, dafür machen wir breiter. Wieso? Weil das Fleisch nicht so lang ist. Das ist dafür breiter. Komisches Fleisch. Ja, man muss immer ein bisschen, wie sage ich das jetzt, flexibel reagieren. Mhm. Oder mal ein Stück Käse wegnaschen. Geht auch. Das, natürlich, das steht so im Rezept, das muss man machen. Als Chefkoch natürlich. Nur der Chefkoch darf als das. Als Kameramensch nämlich nicht. Als Kameramensch darf man nicht, weil dann leidet die Bildqualität drunter. Tut sie gar nicht. Gibt dir gleich Bildqualität. So, eine Seite zu. Jetzt machen wir vielleicht gleich hier vorne. Zack, ich habe immer Angst, dass ich beim Durchstechen dann in den Fingern lande. Hast du vorhin nicht in der Ohr geschrien? Nee, da habe ich mir natürlich nicht weh getan. Nein, der schallt immer so. Ich tue mir nie weh. Ich tue dir weh. Ja, genau. Siehst du, ich muss das gar nicht selber machen. Schau uns schon wieder, dass ich gestochen habe. Ich hatte nur Angst, dass ich mich steche. Ja, ich sage das dann vorher, damit das Fleisch Angst bekommt. Mhm. Und mich dann verschont. Meinst du, das Schwein ist früher geflogen in seinem vorherigen Leben? Das war ein Flugschwein, ja. Die Federn habe ich sogar noch. Nee, die Federn habe ich gerade vorhin entsorgt. Sonst hätte ich es euch natürlich beweisen können. Sind wir nicht alle ein bisschen bloner? Nö. So, das wird eine Aufgabe. Das ist ja total Schäps. Ja, das geht aber. Seht ihr? Das geht. Hast du bisher jetzt nur einen Blatt jetzt verbraucht? Ja. Boah. Ja, aber da hast du nicht so viel Schinken rein jetzt vielleicht. Eben. Schau, genau 8 Streifen hat sie geschnitten gehabt. Ja, sehr cool gezählt. Ja. Natürlich essen wir den restlichen Käse nachher sowieso. So sieht's mal aus. Was? Den ganzen? So ein Block Käse esse ich auch allein. Das sind 400 Gramm, das kann man schon mal essen. Nö. Als Kerl, wenn man jung und dumm ist, geht das. Bist du noch jung? Nee, aber dumm. Das reicht doch, oder? Da muss beide Dinge erfüllt sein, nicht nur das eine. Nee, das geht so auch. Pass auf die Finger auf. Au. So, man könnte den jetzt auch vom Befüllen her, man könnte ja nach Geschmack da auch andere Dinge reintun. Statt Käse und Schinken kann man auch Zwiebel, Käse, Zucchini. Also da geht wirklich alles. Wenn du jetzt aber dann sagst, das ist die vegetarische Variante, muss ich dich hauen. Ach ja, ich wollte schon fast so was sagen, bis mir jetzt gerade eben aufgefallen ist. Oh Mann. Die Füllung ist dann mit vegetarischer Füllung. Wir machen Cordon Bleu mit vegetarischer Füllung. Yeah. Ja, genau. Seht ihr, den habe ich auch zu bekommen. Bis sieht hier aus, wie quasi nach der OP alles so fertig genäht. Wir hätten auch einen Hautfaden nehmen können. Ein Dreier-Hautfaden. Der löst sich mit der Zeit auf. Hast du nicht gewusst? Es gibt Fäden.
Ist der denn nicht, den ich kenne? Also die Fäden, die ich kenne, da gibt es welche, die lösen sich von selbst auf. Das sind aber auch die, die im Körper bleiben. Mhm, die sind recht praktisch. Also sonst muss man wieder daheim selber vor dem Spiegel Fäden ziehen. Das mag ich. Wieso macht das der Arzt? Ja, jetzt mittlerweile glaube ich, ist sowieso keine Praxisgebühr mehr. Nee, ist ein Hoch. Ist abgeschafft. Jui. Dafür sind auch die Arztleistungen weniger. Ja, das ist, wird aber immer weniger. Verband. Kostet der Verband extra? Nein, aber letztes Jahr hatte ich noch mehr. So bunten. Lilafarben. Weiblicher Verband. Und noch einmal zum Kosten. Man muss ja das Kamera-Equipment bei Laune halten. Equipment? Ich werde den Herrn Chefkoch nachher mal ein bisschen aufklären darüber. Oh oh, Leute, sollte die nächste Folge ausbleiben, ruft bitte die Polizei, ich liege in der Adresse. Piep! Hoffentlich lebe ich dann noch. Mal gucken. Je nach Lust und Laune. Meine oder deine Laune? Meine. Oh oh. Oh oh. Au! Ich habe mich versucht, vor Angst gerade selber zu töten. Nein. Mit dem Zahnstocher. Ja, nee. Na, die reichen natürlich nicht. Nee, die reichen nicht. Das sind zu wenige. Ja, ich dachte mir, vielleicht muss ich die dann. Wir können ja Schinkenfutter und Blöd machen. Oh. Ja, schau. Siehst du, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Sie reichen wohl doch nie. Oh, 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 zieh den Bauch ein, Ente. Au. Come on. Stopfe es rein. So. Geschafft. So, jetzt kommt die Krönungsaufgabe. Einmal panieren, bitte. Jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Ordnung. Tu mal deinen Müll hier wegschmeißen. Ich schaue es wieder aus. Aber Hasi, du hast vergessen, die anderen drei zu würzen. Oh no. Okay, das sind heute ungewürzte Garumpel. Also das Erste, das esse natürlich ich. Nee, du kriegst die Kleinen, weil du hast eh nicht so viel Hunger. Woher wissen du das wissen? Ey, das ist über ein halbes Kilo Fleisch. Ja, passt da gut rein. Hier, apropos. Schau. Hier passt gut. Nee, das passt da überhaupt nicht hin. Genau, wegen Menge eigentlich gleich. Da habe ich jetzt eigentlich kein Gewicht. Lasst es euch vom Metzger zeigen. Dann, wenn ihr sagt, so optisch, ihr habt ein gutes Gefühl, könnte reichen, könnte passen, dann ist gut. Ein oder. Ja, ich bin nicht so bedrängt hier. Zwei pro Person sind eigentlich ein gutes Maß. Also, so viel esse ich eigentlich an der Ankordampel. Und dann esse ich eben drei. Ich hätte gern Beilage. Ah, genau, Thema Beilage. Hoppala. Was könnte man dazu machen? Pommes. Pommes, genau. Dann gibt es Kartoffelsalat, passt auch noch relativ. Bratkartoffeln. Kartoffelwedges. Das kommt, das seht ihr dann quasi am Dienstag, wenn ich es schaffe. Da gibt es dann die Kartoffelwedges. Das wird dann special. Hä? Ganz lecker. Special. Mhm. Ich brauche noch Mehl. Ach nee, willst du es so Wiener Schnitzelmäßig machen? Ach so, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Vielleicht Paniermehl. Okay. Ist auch Mehl. Das ist kein Paniermehl, das sind Semmelnbröseln. Semmelnknödeln. Räum's halt auf. Da ist jetzt gerade viel. Okay. So, also. Da steht Semmelnbröseln. Also ich sehe da nur Paniermehl aus frischem Weißbrot. Das ist eigentlich rassistisch. Vielseitig einsetzbar. Steht auf der Verpackung. So. Kann man zum Beispiel Wüstenschnaps draus machen. Oh ja. Das ist quasi ein ganzes Kilo Wüstenschnaps. Yeah. Das ist vielleicht so ein Trick, wenn ihr mal irgendwo unterwegs seid, wettet mit jemandem, dass er keine drei Wüstenschnaps in Folge schafft und sagt ihm aber nicht vorher, was ein Wüstenschnaps sind. Dann füllt ihm ein Schnapsglas Paniermehl. Wenn er die drei schafft, dann hat er sich den Wetteinsatz verdient. Ich will sie schon schaffen. Das schaffst du nicht. Das ist so dermaßen doch, klebrig im Mund. Ich habe das früher immer so pur gegessen. Um Gottes Willen. Pur auf so einen also, Unterteller. Frauen sind wirklich komisch. Mit Gummibärchen. Gott. Hast du irgendwelche Kinder, von denen ich nichts weiß? Nö, schatz doch mich selber ein. Ja, aber das ist. Hast du nie Paniermehl gegessen? Nö. Wir haben das immer gegessen. Ich habe es immer verfuttert. Ich habe ja eine Geschwister und dann ja, verfütter ich alles Mögliche. Wir haben das alle gegessen. Man hört die bröseligen Finger. Mein Gott, du hast noch einen Teller, gell? Kannst du das andere wieder nehmen? Genau, das werde ich mir auch wiederholen. Ja, oder du tust die.
Du willst ja nicht zahlen, gell? Na, ich doch überhaupt nicht. Ich putze halt nichts mehr. Wie liegt man eigentlich in der Zeit gerade? Viertelstunde. Viertelstunde, ja, das könnte man schaffen. Schneller, 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 schneller. Oh, und schon läuft dein Höchstform auf. Ja, klar. Ja, es hat immer die Idee gegeben, dass die Folgen vielleicht nicht so lange dauern würden, weil eine 40-Minuten-Folge einfach... Die Burger gingen schnell. Ja, die gingen schnell. Ich glaube aber, du brauchst noch mehr Wüstenschnaps nehmen. Ja. Das müsstest aber du mir dann ein bisschen hintun. Noch nicht. Ich rühre mich dann. Ja, aber das halt dann. Genau, ein bisschen darf noch. Reicht? Mei, wieso ich das den Rest isste? Also ich würde diesen Wüstenschnaps schon trinken, Wettmann. Okay. Was kriege ich? Ich würde sagen, den Wetteinsatz, den lassen wir uns inspirieren von Kommentaren, oder? Ja, aber ich gebe dir nichts. Ich bin ja schon genügend gestraft, wenn ich das Zeug trinke. Okay, dann. Du hast ja nicht mal ein Schnapsglas. Doch, irgendwo habe ich eins. Ansonsten mache ich eins in der Arbeit. Kriegst ein eigenes von mir gemachtes. Ja! Mit deinem Namen graviert. In pink. Metall ist nicht pink. Kann man nicht was draufmalen? Man könnte es eloxieren, das Aluminium, aber das ist teuer. Ach, schau, bin ich wieder nicht wert, zu teuer ist. Ach, liebe Leute. Nein, aber du kannst mir eins basteln. Wenn du Zeit hast. Für den Wüstenschnaps. Ich würde den sicher schaffen. Drei Gläser voll. Drei Gläser. In Folge. Ohne Großpause. Also ein bisschen Verschnaufpause brauche ich schon. Ich habe Asthma, okay? Nee, Verschnaufpause ist nicht. Hey, ich habe Asthma. Ja, aber Verschnaufpause meine ich jetzt nicht da so 5 Minuten. Nein, aber ein bisschen rumkauen. Schon. Also wenn ich das erste Glas habe, dann schon so ein bisschen, dass ich nicht gleich das nächste runterstürze. Sonst kriege ich keine Luft mehr. Ja, atmen darfst du schon. Also Atempausen sind genehmigt. Ich hatte jetzt nicht vor, noch einen Schluck Wasser zwischendurch zu trinken. Ja, das wäre nämlich dann ein ganz grobes Bad. Ich suzle einfach so meinen Speichel zusammen. Genau. Vorher schon mal sammeln gehen. Brauchst du nochmal? Nö, das reicht gut. So, jetzt können wir wieder zurück zum Thema. Zum Wüstenschnaps? Nee, zum Abendessen. So, jetzt hat er gleich seine Panier-Action da. Genau, und die Finger sind... Da hast du noch was übersehen. Guckst du mal hier. Okay, so. Also wenn ich gehe mir ganz kurz die Hände waschen. Im Saustall. Ich habe ja gesagt, ich filme dahin. Ich kann nichts dafür. Ich muss also deine Hände... Wenn du das nachfilmst. Ja, will doch jeder sehen, wie sauber du deine Hände wäschst. Ich will jetzt eigentlich nur das von den Fingern bekommen. Ja, passt doch. Ist runter. Abtrocknen. Ach, da vorne ist noch eins. Genau. Das ist das Chefkoch-Geschirrtuch, gell? Das liegt immer da vorne. Immer. Ja klar, der Chefkoch braucht immer eins. Ich habe ja keine Schürze um, sonst hätte ich das in der Schürze. Soll ich dir eine besorgen? Ich habe noch eine daheim. Nee, ich wende... Blau mit so Kräutern vorne drauf. Wenn, dann will ich eine Let's Chefkoch. Na, die bastel ich dir nicht. Da gab es letztens Kuchen mit. Nee, ach ja, genau, das ist meine Kuchenmargarine. Ja. Boah, jetzt nimmst du die her, dann. Oh, nee, so viel brauche ich ja gar nicht. Schatz, ich war jetzt voll auf Kuchen. Willst du Kuchen machen, gell? Total. Den Gordon Bleu dank Panade. Gut Fett rein. Ofen schon an. Ja, ist aber immer noch der Herd. Sag ich doch. Okay, den Streit, den könnten wir ins Unermessliche führen. Und jetzt? Ja, gut. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Ich würde sagen, wie man etwas aus der Pfanne rausbrutzelt, einfach von zwei Seiten anbraten. Wir machen dann nachher kurz nochmal eine kleine Einblendung. Mhm. Und würde sagen, wir sehen uns dann einfach später. Okay. Bis dann, ciao. Tschüss. So, Freunde, jetzt sind wir wieder da. Die Gordon Bleu habe ich jetzt einmal gewendet bisher nur. Ich habe die aber nicht auf voller Hitze gebraten. Mhm. Sehen jetzt da zweite Seite. Sehen eigentlich ganz gut jetzt aus. Schauen schon leichter aus. Dann werden wir die mal raustun. Und jetzt vielleicht noch ein kleiner Tipp, Trick. Gewusst, wie es geht und so weiter. Und zwar die Semmelbrösel. Mhm. Die verfuttert ihr einfach an den Drachen oder so. Habe ich auch so gemacht. Und das restliche Ei hier, das kann man ungewürzt oder gewürzt einfach am Rand in die Pfanne rein.
Machst du jetzt noch ein Omelette oder was? Das wird so ein kleines Omelette, ja, das genau. Das habe ich noch nie so gemacht. Ich kann es auch wegschmeißen, aber es wäre ja blöd. Wir schmeißen es immer weg, weil das immer gewürzt ist eigentlich dann. Nee, ich mache das eigentlich ungewürzt. Schau jetzt, dass es hier nicht zu weit nach vorne läuft. Das ist zu groß. Du kannst auch Rührei draus machen. Nee, das werden wir vielleicht teilen und dann haben wir zwei Omelettes. Brauchst du auch einen Teller, oder? Ja, das braucht jetzt ein klein wenig. Ich habe die Pfanne jetzt erst auf volle Stufe gedreht. Ich habe so auf 4 bis 5 immer so ein bisschen variiert. Dass es nicht zu heiß wird. Mhm. Aber das Omelette wird auch nur, glaube ich, aus Eigelb gemacht. Tja. Also von der Farbe her schaut es eigentlich ziemlich identisch. Das ist jetzt ein Spezialomelett. Ein Chefkoch-Omelett. Genau. Chefköche haben ihre eigenen Rezepte. Oh, gerade am Blöd. Genau, zum Thema Beilagen könnte man noch diese Kartoffelwedges, die wird es ja am Dienstag dann sehen. Pommes gehen natürlich auch ganz normal. Bratkartoffeln. Genau, also alles Mögliche, was euch da schmeckt. Am besten aber Kartoffeln. Ich glaube, Reis passt nicht oder Nudeln. Nee, Reis passt eigentlich gar nicht zu Fleisch, also zu dem Fleisch jetzt hier. Doch, zwischen normalen Schnitzel zu panierten passt Reis echt gut. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Und schon, weil in der Kantine keine Pommes mehr da waren. Okay, so Leute, das werde ich jetzt noch ganz kurz würzen. Da wird gewürzt, aber beim Cordon Bleu wird gespart. Klar. Also ihr habt es gesehen, man muss auch dann danach nichts wegschmeißen. Außer man will es wegschmeißen. Und ganz, ne, ich habe es glaube ich nicht da, für die Cordon Bleus hier kann man auch zum Eintippen Zitrone drauf. Also ja, haben wir keine Flüssigzitrone. Doch, die haben aber mit echtes besser. Oder Preiselbeeren. Wildpreiselbeeren. Genau, Preiselbeeren. Wie man bei uns nicht so sagt. So betont man es nicht, nee. Preiselbeeren. Das ist jetzt nur nochmal dazu. Und ja, ich hoffe, dass es euch schmeckt. Und ich sage jetzt nochmal, bitte, 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 wenn ihr Rezepte habt, lasst mich doch mal was hören. Ich würde ganz gerne mal was nachkochen, was ihr mir vorschlägt. Etwas, das in einem gewissen Zeitrahmen zu machen ist. Nicht mehr als eine halbe Stunde. Ja, also ich versuche eigentlich schon, also Maximum halbe Stunde Folge. Irgendwas in dem Dreh, was wir da machen können. Kann auch hier braten und was rausschneiden, aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr dann noch ein paar Rezepte posten würdet. Dampfnudeln geht nicht, dauert zu lang. Ist auch dann, glaube ich, nicht so Sinn und Zweck. Soll irgendwas Einfaches sein, was man hier als quasi der Ich-Berufsnerd. Ja, okay. Schlechter Witz. Was man halt einfach so auch selber daheim machen kann. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.